Auf der Bahn 1 im blauen Dress sehen wir die Niederländerin Jorike Kronenkromp. Kronenromp, so ein K zu viel. Jorike Kronenromp. Ihr müsst entschuldigen, ich habe die Sonne im Gesicht. Es ist ziemlich schwierig mit den Bildschirmen einigermaßen eine Sicht hinzukriegen. Dann Letizia Hermé aus Genf, sie auf der Bahn 2. 11,89 über die 100 Meter ist sie schon gelaufen. Ah, hier haben wir sie groß im Bild, Jorike Kronenromp. Auf Bahn 2, die fünfte der Schweizer Meisterschaft letztes Jahr, da Genève, Letizia Hermé. Letizia Hermé, jetzt groß im Bild, die Genferin 11,89 über die 100 Meter gelaufen, 24,14 über die 200 ist ihre persönliche Bestleistung. Samantha Dagri, 23,68 in Basel am 2. Juni auf die Bahn gezaubert. Das ist ihr Ziel, das zu unterbieten. Dann Zoe Clark. Und sie war an den Commonwealth Games für die Engländer im Einsatz und sie ist eine WM-Silbermedaillengewinnerin 2017 über die 4x400 Meter Staffel. Madie Gaffor, die Niederländerin auf der Bahn 5. 23,4 in Ordechem. Und Cliona Manning aus Irland, die mit 23,7 zu Buche stehen. Und dann die Läuferin vom LK Zug, Silke Lemmens. Kronenromp, Hermé, Dagri, Clark, Gaffor, Manning, Lemmens. Dagri, natürlich auf der Bahn 3 in einer guten Position, Manning gleich vor ihr. Zoe Clark gleich vor ihr, die starke Britin. Wäre die Europameisterschaftslimite und das ist ganz sicher das Ziel von Samantha Dagri. Jetzt aber wieder ein bisschen Wind und zwar von der falschen Seite, so ich das einschätze. Es ist der Wind, der mir da ein bisschen in den Rücken bläst. Jetzt hat er gedreht, jetzt ist es wieder eine starke Böe, Gegenwind, also super Verhältnisse. Die Frauen sind unterwegs. Es ist Zoe Clark, die führt, Gaffor und Dagri im Schlepptau. Gaffor, die Niederländerin, sie gewinnt dieses Rennen klar vor Clark und dann hat aber Dagri auf den letzten Metern doch einiges an Zeit eingebüßt. Inoffizielle Siegerzeit 23,15 für die Siegerin, für Madiea Gaffor aus Holland.